Die Weser hat hier die Mittelgebirgsschwelle gerade hinter sich gelassen und windet sich nun durch diese flache Landschaft, die reich an Seen, Wäldern und Mooren ist. Die fast 3000 Hektar große Weseraue hat sich zu einem einzigartigen, international bedeutsamen Feuchtgebiet entwickelt. Sie ist einer der herausragenden Lebensräume, vor allem für Wart- und Wasservögel in Nordrhein-Westfalen. Auch Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in der Mittelweserregion treffen sie auf Dinosaurier, Störche, Wölfe, Wasserbüffel und so einiges mehr. Bei naturkundlichen Streifzügen durch die Weseraue bieten sich vielfältige Möglichkeiten, auch kulturelle Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, vorbei an Scheunenvierteln, Wind- und Wassermühlen, Klosteranlagen und Hofcafés. Auf der 46 Kilometer langen Storchenroute nehme ich ein paar dieser Sehenswürdigkeiten unter die Räder. Ich beginne bei der Klostermühle in Lade. Sie kann auf eine fast 700-jährige Geschichte zurückblicken. Erstmals urkundlich erwähnt wird sie 1292 als Wassermühle des Marienklosters Lade. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Innenausstattung fast komplett zerstört und als Brennholz verwertet. Mit den Jahren wurde die Mühle kontinuierlich sowohl innen als auch ab 1980 mit Hilfe des Mühlenvereins von außen wieder hergerichtet. Seit 1994 ist die Mühle in ihrem jetzigen Zustand mit Flügeln und Galerie. Die Mühle ist nahezu täglich geöffnet und kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und der Tag, er könnte gar nicht besser anfangen. Heute ist Muttertag, heute ist das schönste Wetter. Ich befinde mich in Petershagen, Ortsteil Lade, an der wunderschönen Mühle hier. Und die hatte sogar, oder die hat sogar geöffnet. Ich kann hier hoch und war eben schon an der Kirche. Hier gibt es ein kleines Kanälchen oder was das ist. Ich habe mich sofort in diesen Ort verliebt, in diese Tour. Das wird übrigens die Storchenradtour, 46 Kilometer, hier so durch die Weserauen. Und ja, also hat sich jetzt schon gelohnt und ich glaube, da kommen noch ein paar coole Kilometer dazu. In der Nähe befindet sich auch die als neugotische Hallenkirche um 1894-95 aus Backstein errichtete und denkmalgeschützte Lader Kirche. Sie stammt aus der Zeit des Historismus und erhebt sich gegenüber den Meierhöfen, die 1471 vom Kloster Loccum gegründet wurden. Sie liegt auch direkt an dem kleinen Flüsschen Bückeburger Aue, welche die Ladener Marsch einrahmt.
Durch intensiven Kiesabbau ist eine idyllische Seenlandschaft entstanden, die zum Vogelschutzgebiet Weseraue zählt. An und auf den Gewässern bietet sich ein buntes Bild an Vogelarten. Je nach Jahreszeit lassen sich unter anderem Haubentaucher, Flussregenpfeifer, Gänsesäger und sogar Kormorane beobachten. Ein 4 Kilometer langer Rundweg ermöglicht Spaziergängern einen Einblick in die vielfältige Vogelwelt. Wirklich nur einen Steinwurf von der Mühle entfernt, befinde ich mich jetzt schon im Vogelschutzgebiet von Lade. Und das ist auch super schön hier. Ich habe mir Infomaterial besorgt zu diesem Vogelschutzgebiet. Das werde ich mir mal in aller Ruhe anschauen und gucken, was es hier so Tolles zu entdecken gibt. Es gibt hierzu auch 4 Rundwanderwege. Schlüsselburg, Gernheim, Windheim und da ist er. Lade. Der stand vorhin auch schon an Tafeln dran. Das ist der Rundweg. Ich befinde mich jetzt hier vorne irgendwo. Und ich habe eben schon gesagt, der Tag konnte gar nicht besser anfangen, wo ich mein Auto geparkt hatte. Das ist hier die Storchenroute. Und wo ich mein Auto geparkt hatte, ich hatte Blick auf ein Storchennest mit Jungen und es wurde geklappert. Also das war schon klasse. Dann bin ich auf die Mühle gegangen. Die hatte geöffnet und die ist, so wie ich eben erfahren hatte von dem Besitzer, immer geöffnet. Also lohnt sich auf alle Fälle, sich die anzuschauen. Ja, und dann hier dieses wunderschöne Gebiet. Ja. Könnt ihr schon wieder nach Hause fahren, sonst hätte sich sowas von gelohnt. Klasse. Das Vogelschutzgebiet Weseraue liegt an der Mittelweser, die sich zwischen Porta Westfalica und Bremen erstreckt. Der Fluss ist die Lebensader der Region und schlängelt sich in starken Windungen durch die norddeutsche Tiefebene nördlich des Wesergebirgszuges. Zahlreiche Radwege, wie der äußerst beliebte Weserradweg, führen hier entlang. Wir folgen dem Strom auf der knapp 50 Kilometer langen Storchenroute, von Petershagen ausgehend zunächst flussabwärts auf der westlichen Route. Das alte Amtsgericht in Petershagen wurde 1913 erbaut. Bis in das Jahr 1983 wurde hier noch Recht gesprochen. Heute können Gäste unter dem Motto Rast im Knast in den historischen Gefängniszellen übernachten. Typisch norddeutsch sind übrigens die Betonmenschen von Petershagen. Standhaft selbst im Sturm, wortkarg und sparsam mit ihren Emotionen. Kurzum, rundum liebenswürdig. Die Landschaftsformen der Mittelweserregion sind vielfältig. Weite Geestflächen mit herrlichen Wäldern und bunten Feldern, ausgedehnte Moor- und Heidegebiete bestimmen das Landschaftsbild. Moore werden abgetorft und wieder vernässt. Durch Auskiesungen entstehen Seenlandschaften. Ruhevolle und idyllische, naturnahe Ecken sind ideal zum Aufatmen und gleichzeitig sind Flora und Fauna spannend zu beobachten. Die Fauna mutet hier schon beinahe exotisch an.
So, hier ist eine tolle Karte wieder zum Vogelschutzgebiet Weserauer. Wie ihr wisst, ich liebe ja solche Karten. Und da steht im Prinzip das gleiche drin wie in meinen kleinen Heftchen. Ha, sogar der Siegwartsweg geht hier lang. Cool. Und ich schaue jetzt mal, dass ich da reinfahre. Dann soll es zum Badestrand gehen. Da bin ich mal gespannt. Und warm ist es. Feuchte Niederungen mit Wiesen, Weiden und Hochstaudenfluren, gesäumt von malerischen alten Kopfweiden und anderen Gehölzen, prägen heute wieder die idyllische Landschaft der Petersherger Weserauer. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, super, super Tour. Ich habe nicht nur Störche gesehen, sondern sogar ein Kamel. Also, besser kann es eigentlich gar nicht werden, aber ich glaube, das bleibt genauso. Traumhaftes Wetter und traumhafte Tour. In den letzten 100 Jahren sind hier durch den Abbau von Sand und Kies zahlreiche Seen und Teiche entstanden. Renaturierungsmaßnahmen haben dafür gesorgt, dass diese Gewässer heute wichtige Lebensräume für Vögel, Amphibien und Insekten darstellen. Hier ist mal wieder eine Karte zur Weseraue. Ist auch schön, einmal die Weser abgebildet zusammen mit diesen vier Rundwegen, die es dazu gibt. Lade bin ich ja eben kurz ein bisschen durchgeradelt. Also hier bin ich durch. In den Zevern bin ich durch. Buch hier. Ah ja, da ist ja auch der Punkt. Hier bin ich. Und boah, geht jetzt noch ein bisschen weiter bis zur Schlüsselburg. Noch ein Gärtchen. Bestens, nette Rastmöglichkeit hier. Tippitoppi. Die Kirche der Gemeinde Buchholz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Weserufers und wird deshalb oft Weserkirche genannt. Früher trug sie den Namen Johannes der Täufer. Das Kirchengebäude ist romanisch und geht auf das 13. Jahrhundert zurück. In gotischer Zeit bekam die Kirche die großen Fenster und das Kreuzgratgewölbe im Kirchenschiff. Das Geläut bestand früher, wie auch heute wieder, aus drei Glocken. Ich genieße es richtig, durch diesen wunderschönen Landstrich zu fahren. Die ganzen Entdeckungen am Wegesrand machen jedoch durstig. Gott sei Dank liegt eine Tankstelle für Radfahrer direkt am Wegesrand. Ja, wenn das ein Pilz ist, gerne. Aber dusten heute. Ja, 2 Euro, oder? Ja, 2,20 normalerweise, aber naja, ich verzichte heute. Haben Sie Flaschen auf Lager? 2 Euro Trinkgeld, bitte. Wird reich noch. Naja, müssen auch was verdienen. So, jetzt muss ich erstmal was essen. Ich habe nämlich Hunger. 2 Sachen stehen zur Auswahl. Einmal Paleo Meals to Go und Adventure Food, Chicken Curry oder Bedrock Beef Chili. Ich entscheide mich jetzt mal
hierfür. Das ist nämlich ein bisschen weniger von der Portion her und das ist schon ein Jahr abgelaufen. Das gibt es in den USA. Da habe ich das mal erstanden. Und ja, was hat das insgesamt? 360 Kalorien. Das machen wir jetzt mal warm. Machen wir so. Gucken. Naja, riechen tut es jetzt schon ganz gut. Es fehlt ein wenig Würze, aber ansonsten kann man das gut essen. Die Kirche ist immer echt niedlich, muss man sagen. Es ist krasser Gegenwind hier. Ich habe jetzt hier mal mein Heftchen nochmal rausgesucht und mir eine windschattige Ecke rausgesucht. Denn die Frage ist ja jetzt, ob Schlüsselburg deshalb Schlüsselburg heißt, weil es immer eine Burg gab. Und wo hier dieser Rundweg lang verläuft. Also da ist diese historische Kirche. Okay, da müsste ich irgendwie drauf zukommen und dann scheint es an der Weser noch mal entlang zu gehen. Okay, ich war einfach zu ungeduldig, denn hier direkt hinter der Kirche hat das irgendwas mit der Schlüsselburg auf sich zumindest. Wahrscheinlich das Ding hier vor mir. Und auf der Karte habe ich gesehen, da vorne kommt auch direkt die Weser und der Rundweg. Also einfach mal ein bisschen geduldiger sein. Ah, okay. Es geht um das Storchennest oben auf dem Giebel. Und auch von links höre ich es schon wieder klappern. Da ist im Übrigen die Kirche, wo ich mich gewundert habe, wo diese Burg bleibt. Und hier vorne gibt es auch nochmal was zur Geschichte der Schlüsselburg erklärt. Und da wird auch hier, wie ich gerade sehe, von der Besonderheit gesprochen, dass da ein Storchennest auf dem Giebel ist. Schön, schöne Ecke. Auf dem Schornstein über dem Nordgiebel befindet sich seit vielen Jahren, spätestens seit 1935, ein Storchennest, das regelmäßig besetzt wird. Errichtet wurde die Burg im Jahr 1335 von Bischof Ludwig von Minden. Sie wurde nach dem Wappenzeichen des Bistums Minden benannt. Als Außenstelle der Burg in Petershagen sollte sie vor Angriffen aus dem Norden schützen. Hab doch noch ein Plätzchen gefunden. Und jetzt gönne ich mir hier das, was ich mir vorhin an dem Kiosk geholt habe. Was ist es überhaupt? Detmolder Landbier Dunkel. Ja, das ziehe ich mir hier jetzt noch rein. Und windstill ist es hier. Und auf der Mittelweser wollte ich eigentlich auch noch mal paddeln. Die Mittelweser entlang. Mal gucken. Jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. Zum Wohl. Es gibt zur Storchenroute einen Flyer, den ihr in den Touristeninformationen erhaltet oder einfach downloaden könnt. Neben einer Karte zur Tour erhaltet ihr hier noch viele weitere Hintergrundinfos zu den Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Radele nun dem Ort Windheim entgegen, denn
Name ist hier Programm. Der Wind bläst kräftig von vorn. In Windheim angekommen, wartet auf die Radwanderer ein wunderschöner Rastplatz an der Weser. Eine Tafel informiert unter anderem über den Heringsfang, der hier einige hundert Kilometer von der Küste entfernt Familien ernährt und einen gewissen Wohlstand in die Region gebracht hat. Die Storchenroute führt ebenfalls an der evangelischen Kirche in Windheim vorbei. Der Neubau der Kirche erfolgte im 13. Jahrhundert. Heute steht sie unter Denkmalschutz. Ja, ich sehe es. Ich wurde sehr herzlich hereingebeten und es wurde sich viel Zeit genommen, mir die Besonderheiten zu zeigen. Ja. So zum Beispiel die geschnitzte Kanzel von 1660, die die Figuren Christus und die vier Evangelisten am Kanzelkorb zeigt. Sieht wirklich sehr schön aus. Das Highlight der Kirche ist aber zweifellos der spätgotische Klappaltar, der den Osnabrücker Meistern zugerechnet wird. Er stellt auf 13 Tafeln die Passionsgeschichte dar, wobei jede aufwendig gestaltete Tafel aus einem Stück Holz geschnitzt worden ist. Also das stimmt, das ist ein Handwerk. Also. Ja. Vielen Dank für diese sehr freundliche Führung noch einmal auf diesem Wege. Vom Beobachtungsturm aus inspizierte ich noch die Windesheimer Vogelwelt. Diese schottischen Hochlandgänse halten die Flächen kurz und sorgen so für Brutmöglichkeiten für echte Vögel. Ich fahre nun meinem Ausgangspunkt Lade entgegen. Die Storchenroute neigt sich für mich damit dem Ende zu. Die Tour hat für mich die perfekte Länge für einen Tagesausflug, ist super ausgeschildert und bietet eine Menge Möglichkeiten zu rasten und links und rechts des Weges viel Neues zu erfahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut!